Die Auslieferung des WikiLeaks-Gründers Julian Assange ist einen Schritt näher gerückt. Die britische Justiz hat jetzt formell die Auslieferung Assanges genehmigt. Ein Londoner Gericht erließ den Auslieferungsbeschluss, dem noch die britische Innenministerin Priti Patel zustimmen muss. Ein Sprecher von Premierminister Boris Johnson sagte, Patel müsse innerhalb von 2 Monaten eine Entscheidung treffen. In den USA droht Assange wegen der Veröffentlichung geheimer Dokumente zu den Kriegen im Irak und in Afghanistan eine lebenslange Haftstrafe. Er soll gemeinsam mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material gestohlen und veröffentlicht haben und damit das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht haben. Seine Unterstützer sehen in Assange dagegen einen investigativen Journalisten, der Kriegsverbrechen ans Licht gebracht hat und an dem nun ein Exempel statuiert werden soll. Seine Anwälte haben bereits angekündigt, Einspruch gegen Patels Entscheidung im Falle einer Zustimmung zu erheben und möglicherweise gegen andere Aspekte des Rechtsstreits Berufung zu beantragen. Der Streit um eine Auslieferung des WikiLeaks-Gründers läuft bereits seit rund 2 Jahren.